Servus, meine Lieben, willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Arc mit dem Voucher und natürlich mit dem Alterle. Heute ist es soweit, Leute, lange, lange rede ich schon drüber. Die Agi-Babys, das Ei haben wir bereits. Ich gehe heute rüber, die Klimaanlagen mit euch aufbauen. Wir werden am Turm ein bisschen basteln, während das Ei ausbrütet. Und dann werden wir mal schauen, was da rauskommt. Eine Kleinigkeit möchte ich allerdings noch probieren. Diese Catwalks, mit denen möchte ich versuchen, für die Klimaanlage was zu bauen. Ich habe die nie im Einsatz gehabt. Wir bauen uns jetzt einfach mal welche. Ich habe nämlich gesehen, die gibt aus Glas. Ich nehme mal drei Stück mit rüber. Drei Glas-Catwalks und ich würde gerne drei Metall, dass ich weiß, welche schöner sind. Hier haben wir, oh, wir haben so viel Zeugs, Leute. Wir können richtig fett am Turm bauen heute. Pass auf, wir gehen in Metallall. Wir nehmen die hier auch noch drei Stück. Dann haben wir die Geschichte. Was ich ebenfalls noch brauche, sind Einser-Säulen. Einser-Säulen brauche ich noch für die Geschichte, die ich jetzt vorhabe. Ich muss es, wie gesagt, probieren. Ob das was wird, kann ich nicht versprechen. Wo sind die 1er Säulen? Hier sind die 1er Säulen. Wir brauchen mit Sicherheit. Ich mache mal vier Stück. Mach mal vier 1er Säulen und ich brauche von den. Ne, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Leute. Weil. Ich brauche die auch für außen. Ne? Ich habe noch eine Idee zur Verschönerung. Das will ich noch probieren. Jetzt pass auf. Die drei nehmen wir mit. Die Steckdose nehme ich mit für alle Fälle. Für alle Fälle. Auf die Schnelle. Hol mal den Vogel hoch. Den beladen wir jetzt gleich. Wo ist denn der? Vögili, da hinten ist er. Er wird heute Vater. Ne, sie ist es, Entschuldigung. Der Desert ist drüben. Ich glaube, der hat die Klimaanlagen. Und sie hat das Ei. Das goldene Ei. Oder das blaue Ei. Wahrscheinlich das blaue. So, Meutle. Was haben wir denn alles? Die Bolas kannst jetzt mal rübergehen. Eine Ersatzfackel brauchen wir eigentlich nicht. Das Ei, ja. Das lassen wir jetzt alles mal hier. Hier die Mirdi. Schnierdi. So, was wir unbedingt noch machen sollten, ist einen normalen Kühlschrank bauen. Weil wir haben ja festgestellt, dass im S-Plus-Kühlschrank die Gyropods, die Gyrospods, dass die da nicht heben. Lass mich mal ganz kurz reingucken, ob ich einen normalen Kühlschrank gebaut kriege. Das ist er nicht. Wo war denn der normale Kühlschrank? War der bei Strukturen drin elektrisch? Hier, ne? Kühlschrank. Eine Elektronik fehlt. Eine Elektronik, das machen wir jetzt eben. Vielleicht kann ich tatsächlich in dem normalen Kühlschrank die Gyrospots länger haltbar machen, weil die braucht man nicht so oft und hier bekomme ich keinen Nachschub, so viel ich es weiß. Ne? So, pass auf, wir gehen noch einmal. Strukturen, elektrisch. Der normale Kühlschrank, ein Stück. Dann machen wir das auch noch gleich. Den setzen wir gleich unten dazu, einfach würde ich sagen. So, pass auf. Lass mich mal durch. Den kann ich doch hier daneben setzen, oder? Ich weiß nicht, ob der snappen wird. Irgendwas stummt mich hier. Er hier. Ne, der snappt nicht. Oben drauf stellen geht auch nicht. Ja, dann setz ihn doch einfach mal hier neben dran. Das wird eh zugemacht hinten dran, da was noch offen ist. So. Von 29 Tagen auf 58. Also, stand in den Kommentaren. Herzlichen Dank an der Stelle, dass im Kühlschrank die Dinger länger heben. Wir haben festgestellt, dass sie hier drüben leider nicht gehen im S Plus. Vielleicht wurde das auch nachgepatcht, aber im normalen Standard-Kühlschrank heben die mir jetzt doppelt so lange. Und das ist schon mal nicht schlecht. Wer weiß, was wir noch vorhaben, ne? Ja doch, uns fällt bestimmt noch was ein, Leute. Jetzt habe ich gerade überlegt, wegen den Wi-Fi, aber die müssen wir ja sowieso per Ei aufziehen hier, ne? Jetzt pass auf. Ganz kurz, dass ich nicht durcheinander komme. Die 1er Säulen sind die hier. Dann habe ich die Catwalks gebaut. Drei Stück davon, drei Stück aus Glas. Passt. Wir werden mit rübernehmen etwas Zaun. Wir werden mit rübernehmen Mauer. Wir nehmen mit rüber Ceilings. Ansonsten, wenn jetzt noch was fehlt, hole ich es dann. Saphira, die hat natürlich eine Kapazität zum Tragen. Halt, die Catwalks, die gibt es mir nochmal rüber. Die will ich gleich selber haben. Dam, dam, dam. Das war's, Leute. Klimaanlagen hat der Desert. Das Ei hat sie. Dann gehen wir rüber zu unserem Türmchen. Ich will da halt schon die eine Ebene, die sollte man schon fertig ziehen. So, kuschel dich mal zum Desert dazu. So, wir machen die Fackel weg. Jetzt haben wir alle Lichter der Erde hier. Leute, jetzt ist alles da. Jetzt haben wir Sonnenlicht, blaues Licht und wenn wir wollen, noch Fackellicht. So, ich hätte es ja gerne da hinten reingebaut, ne? Ich muss noch mal ganz kurz was gucken. Weil hier kommst du rein. Jetzt stehen wir auf dem Brutplatz und das Schönste wäre, wenn die Klimaanlagen am Brutbereich da hinten so schräg drin wären. Und ich meine, wir probieren es jetzt einfach mal. Ich hole mal so eine Säule. So. Kann ich... Setz die mal so. So sieht es gut aus. Und dann würde ich gerne noch eine zweite Säule
Hier und eine dritte nebendran. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Nee, doch, passt. Und kann ich jetzt da drauf dieses Catwalk-Teil setzen? Weil hinten an der Wand snappt es nicht, ne? Ich glaube, das liegt an den Triangle Foundations. Das ist mal zu weit oben. Und hier die Wand will ich eigentlich nicht. Boah, das geht nicht. Du kannst es wohl an die Säulen kann man es wohl nicht dran setzen. Der verbindet sich nicht mit den Säulen. Okay, dann geht es schon mal nicht. Schade drum. Aber die Säulen habe ich nicht umsonst hergestellt. Mit denen will ich nämlich noch was probieren. Was aber noch eine Möglichkeit wäre, hat jemand von euch Foundations? Nur die normalen Tri. Hat jemand eine Foundation? Eine stinknormale? Nee. Aber wir können spaßhalber mal probieren. Wir können spaßhalber mal probieren. Da geht jetzt aber dieses. Ich bin abgerutscht. Ich hoffe, ich habe nicht alle Tiere der Welt gepfiffen. Nee. Weißt du, es sind ja vier Klimaanlagen eigentlich und nicht drei. Aber das sieht jetzt halt schon krass aus hier, ne? Ist das ein Mongeck? Nee. Lass mich mal kurz gucken. Doch, das gefällt mir auch. Aber ich kann hier halt leider nicht diese Dinger da dran setzen, ne? Hier wird's gehen. Da will ich's aber nicht. Es gibt noch eine Möglichkeit, wie wir es bewerkstelligen können, indem ich unten Mauer setze. Aber das waren doch die Dreiecksdinger hier, ne? Jetzt muss ich mal kurz gucken, bevor ich Scheiße baue. Das hier sind die Dreieck und deswegen geht's nicht. Das heißt, ich könnte jetzt hier eine Viereckige reinsetzen. Die snappen wir dann aber arg weit rein. Oder Kommoda. Pass mal auf, ich gehe mal ganz kurz raus. Will das jetzt mal kurz abchecken. Ja, wir gehen mal kurz raus. Hier sind Viereckige. Ne, hier sind auch Viereckige. Auf der langen Wand sind Viereckige. Hier haben wir die Dreieckigen. Ne, haben wir nicht. Hier sind die Dreieckigen. Wieso geht's denn dann auf der Wand nicht? Kurzer Moment, jetzt muss ich es nochmal kurz abprüfen. Mach mal die Sachen nochmal weg. Weil an der einen Wand drüben geht's. Aber an dieser hier nicht. Schadenszahlen, Leute. Oh, wird unser Stegole angegriffen hier. Und der blutet schon, Alter. Ich darf das nicht mehr machen. 95er Raptor, schade. Das darf ich nicht mehr machen. Den muss ich kurz wegbringen hier. Du bleibst unten, ich hole dich gleich. Jetzt können wir uns nicht erlauben, oder? Der ist fast gestorben. Ich muss die Tiere auf Verteidigen stellen. Wieso habe ich denn den überhaupt hier unten stehen gehabt? Was war denn da wieder? Kein Bock gehabt zum Hochbringen wahrscheinlich. Und den wäre es schade gewesen. Ich mag den wie Sau. So. Gott sei Dank habe ich die gelben Zahlen gerade gesehen. Das wäre es wieder gewesen jetzt. Tiere verreckt. So. Süßer. Tut mir leid an der Stelle. Lass mich durch. Ich denke gerade, gelbe Schadenszahlen gar nicht gut. Da oben ist das sicher. Bei denen brauche ich mir keine Gedanken machen. Die fletschen eh alles weg hier, ne? So, ich gucke nochmal rum, ob noch irgendwo was wäre. Nee, passt alles. So, zurück zur Baustelle. Jetzt pass auf, jetzt will ich es nochmal wissen. Wenn ich jetzt hier diesen Catwalk schnapp, ja? Nee, doch hier geht er. Hier geht er. An dieser Stelle würde er funktionieren. Hier auch. Aber da drüben nicht. Da drüben nur oben. Ist aber dieselbe Bauweise. Also verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn das hier? Hier schnappt das. Sag mal, gucken die eigentlich dann drüben raus? Das muss ich jetzt mal kurz wissen. Wenn nicht, lasse ich das mit dem Kette. Kurz einen Moment. Da bin ich noch nicht dran gewohnt, ne? Das ist hier so. Guckt das Ding hier raus? Oh ja, aber auf Bodenhöhe. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Kann ich das? Ich will sie gerne hier haben. Das wäre also mein Träumle gewesen, ne? Das ist mal zu weit hoch. Sieht zwar aus wie eine Fensterbank, ist aber von innen nicht so schön, ne? Wieso schnappt denn der nicht da unten hin? Das verstehe ich, ne? Ne. Ja, aber an sich, also, ja, aber wir brauchen ja jetzt hier, wir machen ja kein Garanien hin oder sowas, ne? Hier wird's gehen, unten. Das sind aber doch ganz normale Foundations. Wieso geht's dann hier nicht? Wieso geht's hier nicht? Verstehe ich nicht. Das Geländer, es ist alles gleich gebaut hier. Also nehmen wir uns eine andere Wand. Gibt Schlimmeres. Mach die Fackel weg, dass ich sehe. Also kommst hier rein, der Hauptbereich ist hier. Was ist denn übers Eck? Nee, dann guck. Aber die gucken draußen raus, aber nur auf der Höhe, ne? Da, wenn es gehen würde, das wäre Geschichtle. Kann das sein, dass das hier nicht unterfüttert ist, das Ding? Weiß ich nicht.
Hier können wir es aber auch machen. Dann bastel ich das hier hin. Dann bastel ich das hier hin, Leute. Allerdings will ich kurz vergleichen, welche schöner sind. Also mir gefallen die aus Glas ganz gut. Wenn da drüben eins hingehen wird. Das guckt zu weit raus dann, ne? Ja, dann machen wir es so. Haben wir dann irgendwie eine Symmetrie drin? Nicht wirklich, gell? Weil der hier. Ach, weil die sich verbinden. Ja, das kann natürlich sein, wenn ich damit die Dinger verbinde. Das ist. Pass mal auf, nimm mal den weg und wir machen hier noch einen aus Glas hin. Oh. Hat es jemand geahnt, dass die so zusammenhängen, wenn ich die da reinbaue? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich könnte doch dann theoretisch. Jetzt muss ich nochmal was probieren. Haben wir noch eine Foundation hier? Das sind alles so Dinger, wenn du die nie nutzt, ne? Wie willst du es dann wissen? Ne, wir haben nur die 3x-Foundations. Wir könnten natürlich. Was passiert denn, wenn ich hier eine hinsetze und da drüben eine? Ja, das war jetzt blöd. Jetzt musst du nur aufpassen, wenn du die wegnimmst, ne? Hä, ja, dann haben sich die miteinander verbunden. Jetzt pass mal auf, wenn ich jetzt hier mit einem Abstand von 1 die hier hinsetze, aber da kriege ich den Catwalk nicht drüber gespannt. Das wäre natürlich eine super geile Geschichte. Nö. Das will nicht gehen. Das will nicht gehen. Wir könnten allerdings, pass mal auf, ich muss es jetzt wissen, ne? Ich muss das jetzt. Mit Säulen geht's nicht. Mit den Dreiecken geht's nicht. Ich schätze mal mit normalen Foundation. Wir kommen noch zum Agi-Brüten. Spätestens in der nächsten Runde kommt das Baby auch auf die Welt. Aber das muss ich jetzt vorher wissen hier. Haben wir noch Foundies? Hier haben wir noch welche. Foundies. Alter Schwede. Ich schwall mal nicht mal einen hin, oder? Wir könnten auch den Teleporter dann noch einsetzen. Na, jetzt müssen wir mal gucken. So. Liebe Agi-Eltern, haltet durch. Es wird noch. Mal auf, mach mal den weg. Hau mal den weg. Dann gehst du noch mal kurz rein. Und zwar, ich komme ja da hinten angeschossen, ne? Hier so, da kommen die Tiere rein. Und eigentlich hätte ich ja schon gerne die hier gehabt. Wenn ich den da reinsetze, wie sieht denn das dann von außen aus? Man sieht es nicht, ne? Also an sich ist das eine geile Geschichte hier. Und wenn ich jetzt das noch schaffe, dass in das Eck auch noch so eins reingeht, das wäre natürlich Obermüller. Nee, da geht's nicht. Pass mal auf, jetzt machen wir es mal ganz sedil. Jetzt machen wir es mal ganz geschickt, Leute. Zur Not, das geht auch. Das könnte man auch lassen, wie es jetzt ist, ne? Sind wir ehrlich, das sieht auch schon gut aus. Wenn das hier nicht rausguckt. So, Alter, kannst du das da reindrehen? Das will da nicht rein. Jetzt kommt wieder so ein Moment. Ich nehme das da weg und guck mal, was passiert. Manchmal, aber nur manchmal, traue ich mir selbst nicht. So, und dich hätte ich gerne. Kannst du da überhaupt durch? Krasse Geschichte. Scheiße, oder? Wieso kann ich das nicht dahin machen jetzt einfach? Das wäre doch eine Geschichte gewesen. Das geht, das wissen wir. Aber da soll's hin. Kann das sein, dass er unterfüttert werden muss noch hier? Nö, ne? Ach, schade. Das wäre eine tolle Geschichte gewesen. Aber dieses Eck hier, das kann ich so nicht lassen. Und da nimmt er mir jetzt keine Foundation dazu, ne? Es sei denn, ich kann eine dreieckige umgekehrt ranklipsen. Ich traue mich jetzt halt nicht, das Zeug hier alles wegzumachen. Jetzt gucken wir mal, ob er es jetzt nimmt. Komm schon. Hier. Einfach hier dran. Geh mal darüber. Ich probiere es mal von außen noch. Letzte Chance. So, pass auf. Ne, das kann ich nicht wegschrauben, sonst habe ich alles weg. Hier macht das nicht hin, ne? Hier nimm das nicht. Dann nimmt das jetzt noch nicht mal mehr hier. Also gut, komm, verzichte ich drauf. Kommt das wieder weg. Hier hoffe ich, dass ich es jetzt wieder zubekomme. Schade drum. Mach die Knarre weg. Jetzt geht das auch nicht mehr zu, oder? Was man jetzt halt nicht wissen ist, dann mache ich es mit Mauer. Jetzt lasse ich das Eck mal kurz. Ich will nur kurz probieren, ob das überhaupt geht, was ich vorhabe. Wenn ich das jetzt allerdings hier wegnehme, ja, dann mache ich die Klimas hier drauf. Das passt Hauptsache, ich habe es auf dem Eck. Was jetzt wichtig wäre, ist, dass ich es hier wieder zubekomme, ne? Einmal abgebaut, Leute, macht's nie. Ja, das Problem kennen wir. Kein Problem. Gar kein Problem.
Wo habe ich die Mauern? Die habe ich hier jetzt. Pass auf, machen wir das ganz einfach. Mauern hier drauf. Die Catwalks sind jetzt wurscht. Ist Hammer. Ist der Hammer, oder? Zack, dann mauere ich das Ding jetzt einfach so zu. Habe ich jetzt echt nur eine Mauer geholt? Wer hat denn die Mauern von euch? Hier Mauern, dann haben wir hier noch Ceilings. Parenga und Gazenga, Parenga und Gazenga. Sehr schön. Ich muss auch noch gucken, wie ich es mit dem Licht mache. Fällt mir gerade ein, ne? Ich will ja hier oben im Brutbereich auch noch so ein ganz kleines bisschen Licht haben. Was haben wir denn jetzt hier vorhin weggebaut? Eine normale Mauer war das, ne? So, dann ist das Ding wieder so, wie es sein soll. Hier kommen die Klimas drauf. Da, wo ich es auch haben wollte, in dem Dreieck. Das Problem ist nur, dass es nicht gleichmäßig ist, ne? Es ist nicht gleichmäßig, weil hier nämlich nebendran noch eins müsst. Und das kann ich aber jetzt bewerkstelligen. Oder wir machen es so, dann ist es abgeschrägt. Das ist auch schön. Dann machen wir den weg. Zack, nochmal rein. Dann machen wir die Geschichte hier so. Ich muss gucken, ob es symmetrisch ist. Wieso wirkt das so unsymmetrisch, Leute? Hier passt's. Das snappt sich woanders ran, ne? Kurzer Moment. Ich mache das nochmal weg. Dann müssen wir das jetzt hier nochmal ordentlich aufbauen. Richtig, jetzt passt's. Dann kommt es halt weiter rein, aber das macht nichts. Ich mache da oben drauf dann noch Lichter. So. Richtig, und da könnte man jetzt normalerweise. Ob ich den Denkfehler heute drin, Leute? Was heißt denn da heute, Voucher? Was heißt denn da heute? Jetzt habe ich es gerafft. Das hat sich draußen reingesnappt. So, und jetzt kann ich das Dreieck hier normalerweise reinbringen. Und dann muss ich jetzt aber außen gucken, ob es sich irgendwie durchbohrt. Dann nimmt das jetzt hier wieder nicht dran. Doch, da war es gerade. Kurzer Moment. Gerade eben war es doch da, ne? Jetzt. Alterle. Da darfst du die Maus nicht bewegen. So, kurzer Blick nach draußen. Es guckt nicht durch, ne? Es guckt nicht durch. Das soll es nämlich auch nicht. So, nochmal ins Inventar. Das andere Dreieck holt. Da drüben ankurbeln. Kurzer Moment. Ein Blick von oben. Ja, das sieht jetzt ein bisschen krumm aus. Weißt du warum? Weil hier keine Schräge drin ist in der Mauer. Hier ist eine Glatte drin und hier ist eine Schräge drin. Das stimmt irgendwas nicht hier mit dem Gesamtturm, ne? Ach, das läuft auf die Richtung. Doch, doch, das stimmt schon. Guck mal. Man muss es von hier symmetrisch sehen, dann stimmt's, ne? Die sind genau gleich abgeschrägt hier. Oh, ich habe es jetzt nur von so gesehen, da wäre es schief. Das passt, wir müssen es jetzt zum Ausgleich rechts auch aufbauen, dann sieht es wieder gerade aus. Pass auf, ich zeig's euch. Da können wir uns was anderes einfallen lassen dann hier drüben, ne? Da machen wir nämlich das gleiche Spiel jetzt hier auch. Ich habe da insgesamt drei Stück Foundations gesetzt, dann mache ich das jetzt hier einfach auch nochmal. Dann müsste das normalerweise gleich sauber mauber aussehen. So, du musst hier rein. Ja, das kommt trotzdem gut. Da lasse ich mal was einfallen. Und hier. Nein, falsches. Zack. Nee, das ist falsch gesnappt. Da stimmt was nicht. Kurzer Moment. Der nimmt den Snap-Point hier halt nicht richtig, ne? Jetzt hat er. So, von hier komme ich ja gerade rein, ja? Von hier vorne und hier stimmt's jetzt. Jetzt ist es auch symmetrisch. Seht ihr das? Jetzt passt's. Jetzt täuscht nur noch das Licht. Wir könnten jetzt natürlich im gleichen Atemzug, wenn wir wollen, diesen Eingang hier rüber spiegeln. Ja, aber wo soll man da hin? Da geht's ja nirgends hin, deswegen lasse ich es dazu. So, jetzt kommen hier die Klimaanlagen endlich drauf und dann machen wir mal das Ei. Ranke, das reicht uns heute noch. Ich weiß nur nicht, wie lange die brüten. So, meine Lieben. Vier Klimageräte und die hätte ich gerne da oben drauf gestellt. Wir haben drei, zwei. Wie groß sind die Klimageräte? Ja, ich krieg die genau hier hingestellt. Wir könnten sie auch. Machen wir die so hin. Und dann machen wir. Das ist das Problem, die snappen dann, ne? Dann muss ich sie schon gleich machen. Die snappen. Ich könnte sie auch vorne setzen, dann kann ich hinten dran vorbeilaufen, wenn ich da Bock habe. Pass auf. Da haben wir 1, 2, 3. Dann ist genau hier. Ich muss gucken, wo die Mitte ist.
Wenn das die Mitte ist, dann gehe ich hier noch ein bisschen rüber. Dann haben wir es genau an dem Strich hier. Und die Nieten vorne will ich so. Okay, das müsste jetzt eigentlich gewesen sein, wenn ich die jetzt snap. Hier, das war nix. Kurzer Moment, ich hob's gleich. Jetzt nimmt er mir das nicht so, wie es will. Also mit dem Snappen manchmal ist es schon ein bisschen komisch. Es hat seine ganz eigene Welt hier. So. Dann mache ich hier praktisch noch eine nebendran hin. Und dann habe ich noch Platz für hier eine. Und dann sind sie auch von der Größenordnung her passt es dann, ne? Genau. Jetzt habe ich hier praktisch so eine kleine Stelle frei. Und da drüben müsste es auch so sein. In etwa. Kann man ja noch näher, ein bisschen weiter links hätte ich sie, glaube ich, ziehen müssen. Vielleicht täuscht es aber. Beziehungsweise wenn ich da noch eine fünfte dazu hole, haben wir es eigentlich auch wieder. Klimamäßig sind sie auf jeden Fall an. Wir können das Ei anbringen. Was? Das mit den Dingen hat nicht geklappt, mit den Catwalks leider. Da habe ich so eine Idee gehabt. Aber egal. So, jetzt darf ich nur das Ei nicht essen. Und das schmeißen wir jetzt hier hin. Und dann müsste das normalerweise im Brutbereich sein, ne? So, wir gucken. Brutzeit. Gesundheit vom Ei ist super. Es brütet. 6 Minuten 21. Wir kriegen es also noch in die Folge rein, Leute. Das bedeutet, ich muss Fleisch zusammenziehen fürs Baby. Dann nehme ich mir hier. Das reicht auch. Das läuft. Also, dann haben wir die Geschichte schon mal. Jetzt pass mal auf. Das Problem, das ich nämlich noch hatte, ist, ich muss von außen hier weiterbauen und von innen zudichten. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich das hier schon mal auf dieselbe Dings bringe. Ja, genau. Und dann muss hier praktisch das nächste gegengelenkt werden. Die Frage ist nur... So. Und da kann ich jetzt, weil ich es eh auf der Höhe haben will... Achso, ich denke gerade, deswegen stimmt es nicht. Da ist gar nicht in der Ego-Perspektive gewesen, der Kollege. So, das muss ja von innen halt jetzt doppelwandig gemacht werden, damit es nachher auch massiv aussieht. Und nicht so zusammengekleistert. Deswegen haue ich jetzt hier schon mal überall Walls ran. Dann kriegt der Turm schon mal ein bisschen mehr Tiefe. Wo ist denn das Ei jetzt? Kann das sein, dass das der Kollektor eingesammelt hat über die Distanz, Leute? Nicht wirklich, oder? Nee, niemals. Niemals. Habe ich das eingesammelt? Nö. Wenn das Ei da drin ist, dann haut es mich um. Wie kann denn das sein? Ich mach den gleich wieder an. Wie kann denn das über die Entfernung sein, dass das Ei... Das ist ja der Hammer, das hätte ich nie gedacht. Ich wollte hier auch noch irgendwo einen Kollektor anbringen. Das hätte ich nicht gedacht. Haut's mich um, Alterle. So, nochmal raus damit. Naja, das ist das Ei, das hat's rübergezogen. Das ist der Hammer, oder? Das ist der absolute Wahnsinn. Hammergeschichtle. Gut, dann wissen wir das auch. Wir können also tatsächlich das mit den Eiern ganz easy nehmen in Zukunft. So war ich denn stehen geblieben hier, ne? Bams, 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 Katzams. Müssen wir gleich noch Mauern drüben holen, wenn wir das fertig haben wollten heute. Die werden nicht reichen. Aber so weit, wie wir jetzt gerade kommen, kommen wir halt mal. So, dann ist von innen schon mal Mauerhöhe erreicht. Hier fehlen jetzt noch zwei Stück. Ne, fehlen nicht, ne? Da fehlt noch eine komplette Reihe. Hier fehlen noch ganz viele. So. Haben wir noch eins? Perfekt. Dann ist die Geschichte erreicht. Und das müsste man natürlich dann zumachen. Und da kommt jetzt auch gleich, was ich mit den Säulen noch vorhatte. Pass mal auf. Ceilings habe ich auch mit. Ich darf nur das eine nicht vergessen gleich, ne? Haben wir Ceilings? Wie viel haben wir da? 23. Dann machen wir alles rüber. Hammer Geschichte. Ist das ein Durcheinander manchmal, bis es dann blickst, dann was liegt und so, ne? Ist der Hammer. Die nehme ich noch mit. Dann würde ich das nämlich jetzt hier mit dem Dach zumachen schon mal. Hier ist ja wunderschön, da vorne muss ich noch angleichen. Das mache ich dann mal vor einer Folge. Hier wird es dann weitergehen mit dem Dach, ne? Okay, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier sauber mache. Huch. So. Lass mich überlegen, dass ich keinen Scheiß baue. Irgendwo braucht man nämlich die Dreiecksteile. Ich glaube, die kommen dann jetzt da hinten gleich. Hier kommt noch eins hin und hier.
Dann haben wir hier wieder ein Dreieck, hier sind es wieder Vierecke, dann passt es aber auch. Hier muss es hin, genau. Und irgendwo ist die Dreieckswand. Hier kommen die Dreiecke. Und hier muss ich auch mit Dreiecken dann entsprechend verkleiden, dass es wieder nachher harmoniert. Dann darfst du hier wieder hinmachen. Hier und hier. Dann haben wir hier wieder ein Dreieck und hier darf auch noch eins hin, ne? So, meine, guck mal, wie das mit dem blauen Licht gleich. Da kannst du auch reingucken von außen in die Brutkiste. Die Klimas muss ich noch gerade setzen. Das habe ich jetzt gemerkt, dass die nicht schön gerade sind. Wie weit bist du? Ei. Leute, noch 3 Minuten 50, dann haben wir unser Agi-Babyle hier. So, jetzt pass auf. Da müssen wir es dann entsprechend so machen wie hier. Da kommen jetzt Mauern und ich habe keine mehr. Ist aber nicht so tragisch. Jetzt pass mal auf, was ich noch zur Verzierung haben wollte. Wir haben ja hier jeweils. Wie viel sind das wohl? Eins, zwei, drei. Drei Stück. Das heißt, das hier ist das mittlere. Und da würde ich gerne mal gucken, dass wir die Säulen hinbasteln, geschwind. Aber außen. Jetzt müssen wir jetzt sehen, wie sie snappen, ob es überhaupt geht, was ich vorhab. Ich hau mir die Säulen mal hier hin. Das machen wir hier. Allzu viel läuft heute nicht mehr. Wir kümmern uns jetzt nur noch ums Baby gleich. Ein kleiner Säulencheck. Ne, das wollte ich nicht. Hier, das wäre eventuell eine Möglichkeit. Aber eigentlich hätte ich sie gerne in der Mitte gehabt. Das ist die Mitte, ne? Was sieht denn das aus, wenn ich das so mache? Da muss ich jetzt aber außen nochmal gucken. Einfach, dass der Turm noch ein bisschen. Ja, das gefällt mir gut. Das werden wir so machen, Leute. Das werden wir so machen. Dann kriegt er noch so ein ganz kleines bisschen Struktur, der Turm, ne? Mit diesen Außendingern. Das machen wir. Entweder mache ich sie hier hin. Oder ich versuche sie hier irgendwie hinzukriegen. Das wird mir fast besser gefallen. Ja, wir machen es an die Kanten hin. Das ist noch schöner. Wo ist denn die jetzt hingesnappt? Hier sehe ich es nicht, dass er sie nimmt, ne? Dieses Eck da, aber das muss ich dann separat zumachen, oder? Was ist schöner? Ich glaube an der Kante, weißt du, an den Eckkanten, an den Eckschienen. Das wäre dann das nächste hier. Ja, das passt schon. Ja, so machen wir das. Jetzt muss ich aber rein wegen dem Ei. Jetzt ganz knapp hier abmessen, die Dinger rausnehmen. Bäm. Bäm. Und Bäm. Und dann gehen wir nochmal rüber. Dann hauen wir den noch kurz hoch und dann passt es schon mal. Ja, so machen wir das. Überall an den Kanten kriegt er noch so eine Verstärkung. Dann sieht er nachher ein bisschen wuchtiger aus noch, ne? So, Leute. Kleinigkeiten, Feinheiten machen wir dann. Habe ich noch Zeit, kurz das Monk-Egg zu überprüfen? Eine Minute. Viel Zeit ist nicht mehr, bis ich das erste Agi-Baby meines Lebens sehen werde. Oh, ist das schön. Hier, Alterle. Wenn ich wüsste, wo ich mich da hinstellen muss, dass er mir das nimmt. Ist eigentlich kein Problem. Das ist eigentlich kein Problem, Leute, weil dann hole ich jetzt eine Dreier drüben dann später, weißt du? Mach die hier weg und klatsche eine Dreier rein. Die geht ja dann auch bis zum Boden durch. Ja, so machen wir das. Also, wieder ein Stückle weitergekommen am Turm. Die Klimas noch einmal verrutscht, dass sie wirklich auch mittig sind. Eins, zwei. Wie viel habe ich denn hier gehabt? Eins, zwei, drei. Drei Stück sind es. Und das hier ist eigentlich der und da müssten sie mittig liegen. Und das. Vielleicht täuscht es aber auch nur. Nee, muss ich nochmal richtig machen. So, Leute, dann haben wir den Brutbereich. Das sieht dann momentan so aus. Rechts drüben könnten wir auch noch Klimas hinmachen, müssen wir aber nicht. Wir haben unter uns Naturstein hier. Und eine Säulenverstärkung kommt jetzt dazu. Und das Ding wird auch langsam so ein bisschen turmiger. Jetzt bin ich gespannt. 17 Sekunden, Leute. 17 Sekunden Agi-Baby-Claim. 10, 9. Oh, das erste. Ich bin gespannt, welches Level, welche Farben, welches Geschlecht, Alterle. Schöne Geschichte. Und? Boah, ist das winzig. Oh Gott, ist das das ist ja putzig wie Sau. Level 207, Leute, hat es jetzt schon. Männchen und blau. Aber die Pfoten hat's vom Baba. Ich hab dir Fleisch, guck mal, Süßes. Hier. Verhalten, wandern, deaktivieren. Gott, ist das goldig.
Habt ihr das gewusst, dass das so goldig ist? Leute, guck mal. Gott, ist putzig. Das ist so schön. Du bist total gut, Alter. Und wie das... Ach Gott, ist das süß. Och. Ey, das ist ja mal super goldig. Das siehst du erstmal das Größenverhältnis. Alterle. Mach's nicht kaputt, steh nicht drauf oder so. Ey, pass mal auf, ich muss die Eltern rüberziehen. Das soll bei seinen Eltern sein. Hier so. Och Gott, hast du es gehört, wie es quietscht? Mach mal den A-Bollen weg hier, Benno. War bestimmt der Benno. Level 207? Ich will gar nicht wissen, Alter, die werden doch voll stark jetzt. Coole Geschichte. Und es hat das Blau von der Mama. Aber ich glaube, die Pfoten vom Vater, ne? Guck mal. Weil... Ne? Saphira hatte nämlich tatsächlich auch bläuliche Füße und er hat tatsächlich die Gräten vom Alten. Sau gut. Und das Gefieder? Könnte Mama sein komplett, ne? Ne, er hat tatsächlich Desertfarben drin, guck mal. Seht ihr hinten am Schwanz? Saphira war komplett blau, oder? Am Schwanz. Nee, die war auch grau. Aber er hat irgendwie ein helleres Grau, glaube ich, hier. Und an den Flügeln der Seitenstreifen. Gott, ist das goldig. 207. Weißt du, wie stark das Tier wird? Das wird Hammer, oder? 441% Nahkampfschaden. Junger Mann, da freue ich mich aber, wenn du etwas größer bist. So, meine Lieben. Also, hier bereite ich jetzt das nächste Mal wieder ein paar Kleinigkeiten vor. Unter anderem die Säulen. Wir müssen jetzt praktisch gucken, dass es hier beim... habe ich es auf Entfolgen? Nicht, dass es mir hinterher dackelt. Nee, du folgst mir noch, gell? Siehst du? Nicht, dass du wieder in der Wildnis unterwegs bist. Reifeprozess. Ja, den lassen wir jetzt mitwachsen, während wir hier weiterbauen. Stopp. Also, die Säulen kommen dazu. Die Ceilings haben wir gesetzt. Wir brauchen Dreieck-Ceilings beim nächsten Mal. Dann machen wir ringsum zu. Und dann müssen wir natürlich die Außenmauer noch hochziehen. Die das Ganze erstmal zu einem Turm macht, ne? Da sind überall noch Löcher. Und das ist dann die Struktur vom Turm. Bam! Ziemlich stabil. Ich würde sagen, wir machen den noch 3-4 Ceilings hoch. Und dann hören wir aber auf, dann mache ich oben eine Terrasse hin, weil der Turm tatsächlich ja hier links runter geht bis auf die Erde. Wir müssen den also nicht ewig hochziehen, ne? Und dann haben wir das Teil so, wie ich es ungefähr haben will. Ich zeige euch, was ich meine. Ja, die Gesamthöhe vom Turm ist ja die hier. Der geht ja aus dem Felsen raus. Also, so... 3 Ceilings, 4 Ceilings hoch, oben eine schöne Dachterrasse hin. Dann schauen wir mal, vielleicht baue ich uns auch eine Wendeltreppe hier rein, dass man hier praktisch von da aus mit einer Wendeltreppe noch hochkommt. Aber das ist jetzt noch nicht ganz sicher, ich bin nicht so der Fan von der Wendeltreppe. Ansonsten ist das das absolut schönste kleine Wesen, das ich seit langem gesehen habe. Der Gacha war auch süß. Aber das ist ja echt, das ist ja der Knaller hier. Schöne Federfarben hat er, ne? Habt ihr gut gemacht. Level 207. Toll. Sind wir gespannt, wie er aussehen wird, wenn er ausgewachsen ist. Schön, dass ihr dabei wart. Auch dieses Mal wieder ein kleines Babyle, das wir zusammen erlebt haben und jetzt heranwachsen sehen. Ich freue mich saumäßig über sowas. Fleisch hat's. Das passt. Leute, unser Zuchtturm. Knüller Müller, würde ich sagen. Ne? Kann ich hier noch eine Foundation reinmachen? Ich meine, jetzt sehe ich es gerade. Das sieht ja furchtbar aus. Los, wir wollen ins Viecherl schauen. Na, wie er frisst. Er frisst und frisst und frisst. Halt, eins reicht eigentlich, aber ist egal. Wo waren die Lücke jetzt, Leute? Hier. Da, und da haben wir jetzt natürlich hier... Ne, hier ist kein Mongek. Das hat sich auch wieder nicht schön gesetzt. Wir haben einfach zu viel verbaut hier. Das wird wahrscheinlich nie wieder so, wie ich es mir vorstelle. Doch, das war okay. Jetzt haben wir natürlich hier trotzdem noch Mongek, ne? Hier drüben auf jeden Fall. Die muss zu... Und jetzt aber da haben wir eigentlich auch noch eine hier, ne? Ja, und guck mal, das macht das Spiel absichtlich, dass ich wirklich, dass man sieht, dass ich einen Glatscher habe hier mit dem. So, jetzt ist es zu. Also, das war es gewesen von heute. Wir sehen uns übermorgen wieder hier. Oder wer Bock hat, natürlich auf Extinction. Da sind wir ja auch noch ganz krass auf dem Weg, jetzt den nächsten Enforcer aufzubauen, um dann wirklich den gelben OSD-Aus-Solo machen zu können mit dem. Freue mich saumäßig drauf, ne? So, ich mache jetzt wirklich Schluss. Bis dann.